Heiligalli, ihr Meerschweinchen. Ich hab mir letztens die rosa-rote Panther-Filme mit Steve Martin angeguckt. Und ich stehe ja total auf Filmfehler. Ist euch das, falls ihr die Filme kennt, vielleicht mal aufgefallen? Also die sprechen ja irgendwie so in diese Filme mit diesem Akzent von der Franzose, ja? Ich persönlich mag die französische Sprache zwar nicht, ich hab nichts gegen Franzosen oder so, um Gottes Willen. Aber ich bin da irgendwie leicht traumatisiert von dieser Sprache. Also ich kann die Sprache nicht ab. Hab's aber auch total witzig gefunden, dass die in diesem Akzent sprechen. Ich meine, der Akzent ist ja nicht die Sprache. Auf jeden Fall spricht in den Filmen so ziemlich jeder mit diesem Akzent. Außer der eine Typ. Und der heißt mit Vornamen Jean. Also total französisch. Und mit Nachnamen heißt er auch noch Renault. Also so wie, wie soll ich sagen, Automobil de Frankreich. Also Jean Renault hat im ersten Teil nicht diesen Akzent. Er spricht sozusagen ganz normal Deutsch. Und im zweiten Teil, da hat er den. Im zweiten Teil, da spricht er auch so. Wo hat der auf einmal diese Akzent her? Ich find's so geil. Na jo, ansonsten, die Filme sind echt klasse. Mich stört zwar ein bisschen, dass Steve Martin nicht seine übliche Synchronstimme hat, aber dafür kann der nichts. Und Steve Martin ist einfach klasse. Also ich liebe Steve Martin. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ah jo, wie gesagt, das mit dem Akzent. Also selbst ich, wo jetzt Französisch nicht so mag, also ich habe nichts gegen Franzose. Wie gesagt, ich bin kein Nazi oder so. Um Gottes Willen. Auf jeden Fall, selbst ich habe ein paar Tage lang noch so gesprochen, weil einfach ich hatte das so in die Ohren, dass ich konnte nicht anders. Ich konnte nicht anders. Und das Geilste ist, wie gesagt, die ganze Leute spreche diesen Akzent, außer dieser Jean Renault, der sich anhört wie waschecht der Franzose. Ich würde normalerweise Jean Renault sagen, aber ich weiß zufällig, dass der Typ Jean Renault heißt. Und im zweiten Teil hört er auf einmal diesen Akzent. Also ich habe mich nicht mehr gekriegt. Ja? Ansonsten, ich meine, die Story vom Rosa-Rote Panda, die ist wohl bekannt. Die brauche ich jetzt hier nicht zu erzählen. Und falls ihr die Filme nicht kennt, guckt sie euch auch aus. Sie sind wirklich geil. Alles klar, das war's, was ich sagen wollte. Bis dann. Ciao.